Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zur neuen Folge CSGO Top 10 Skins. Es geht um die 5-7. Wir fangen wieder ganz unten an, also auf Platz 10 praktisch, und arbeiten uns dann hoch auf Platz 1, was an der Stelle komisch klingt, aber ihr wisst, wie ich das meine. Und wir fangen einfach mal direkt an. Auf meinem ersten Platz bei den 5-7s habe ich die Case Hardened. Schon mal so ein bisschen bunt, als hätte man Öl drauf gekippt. Ich glaube, davon gibt es auch eine AK. Ja doch, auf jeden Fall. Die haben letztens im Livestream ja erst in der Hand gehabt. Ist jetzt nicht das Schönste, was man haben kann, aber ich würde sagen, auf dem 10. Platz kann man die schon stehen lassen. Auf Platz Nummer 9 habe ich die 5-7 Copper Galaxy. Kupfer ist einfach eine recht schicke Farbe und das passt, finde ich. Es passt. Kann ich nichts erzählen. Also vorhin auf den Bildern sah es noch ein bisschen schicker aus. Ich weiß nicht, warum die jetzt hier so kacke aussieht. Eigentlich hat hier noch so eine Art Textur drauf, so ein bisschen. Also das ist nicht so es ist einfach so hell hier. Ich erkenne es nicht richtig. Auf Platz Nummer 8 haben wir die 5-7 Foulplay. Geflügelspiel. Schaut, da sind die Federn drauf. Das ist cool. Ich finde, die sind noch richtig edel ausgearbeitet. Wenn man da mal gegen Chicks spielt, ne, und das Geflügel, ihr wisst schon. Auf Platz 7 haben wir die 5-7 Silver Quartz. Wir hatten so eine ähnliche Pistole schon mal bei einer anderen Kategorie. Und ihr wisst ja, dass mir diese Dreiecke, Kristalle oder was es eben sein soll, sehr gut gefallen. Diese Musterung, das ist halt immer was für mich. Stellt euch vor, das wäre jetzt schwarz und weiß. Oder sie wäre noch ein bisschen glänzender, so wie es auf den Bildern der Fall ist. Da wäre das auf jeden Fall was zum Anknabbern. Die 5-7 Nitro haben wir auf Platz Nummer 6. Orange, schwarz oder grau, schlicht und einfach. Wunderschön. Gut, hier vorne so ein paar kleine Macken, obwohl sie Factory New ist, aber da wollen wir mal das Auge zudrücken. Das ist halt jemandem aus dem Arsch gefallen. Da kommt so eine Waffe auch gerne mal vorne auf dem Boden auf. Auf meinem 5. Platz befindet sich die 5-7 Retribution. Dynamik wieder hier, die Pfeile. Schwarz, weiß, rot, gelb, fast schon flammenmäßig. Das ist ein schönes Teil. Hier hinten mit diesen ganzen roten Akzenten hier oben noch. Ich weiß nicht, ist es geplant, dass es hier unten so zusammenfließt oder ist es kaputt gegangen? Ist die auch irgendwie... Das soll ja runterfließen, oder? Das ist eine schöne Waffe, also ich finde die sehr, sehr schick. Mir gefällt das Ding wirklich super gut, ne? Ihr könnt natürlich wieder eure eigene Top 10 oder Top 5 posten und auch eure Top 3 und mir schreiben, wie euch meine Top 10 so zusagt. Ob ihr jetzt sagt, ey Alter, die Sache, die du auf Platz 10 hast, die habe ich im Herzen, verstehst du? Die trage ich im Herzen. Oder so. Neon Kimono ist die Waffe auf dem Platz Nummer 4, oder? Ja, 4. Nummer 4. Sie blendet mich jetzt fast ein bisschen. Hier oben wieder ein schönes Muster und sonst einfach diese Schlichtheit. An der Stelle muss ich sagen, dass ich die 5-7 eigentlich ziemlich selten spiele. Also die 5-7 an sich, so als Waffe, spiele ich sehr, sehr selten. Ab und an mal, wenn man mit Pistons reinforst, wobei ich dann doch lieber auch die USP behalte und mir eben Kevlar oder sowas hole. Auf meinem 3. Platz ist die 5-7 Triumvirat. Die ist so nice. Wirkt fast wie so eine Tapete in einem Adelshaus. Und dann hier unten Tarnmuster und sowas. Also man kann den unteren Teil gar nicht sehen, nur diese Teile hier in der Seite. Verdient der 3. Platz, oder? Wenn sie bei euch nicht auf dem 3. Platz ist, dann ist sie aber sicherlich irgendwie schon auf den vordersten 5 irgendwo, oder? Also, die ist doch schön. Gut, das Muster muss man halt mögen. Es könnte auch in einem Mädchenkinderzimmer sein. Also in rosa, nicht in schwarz, aber halt in rosa-weiß oder rosa und dunkelrosa oder sowas. Rosa-rosa. Nun kommt wieder unser kleines Spielchen. Haltet hier mal das Video an und überlegt euch ganz genau, was wohl auf dem 1. und auf dem 2. Platz für Skins sind. Schreibt einfach da kurz einen neuen Kommentar rein. Ihr wisst ja, man kann einfach Kommentare bearbeiten und das dazu schreiben, falls ihr schon kommentiert habt. Auf meinem 2. Platz der Top 10 CSGO 5-7 Skins ist die Monkey Business. Wer hätte es gedacht? Die habe ich mir ganz am Anfang gewünscht. Nicht zwingend gewünscht, aber ich habe in meinen Videos öfter mal erwähnt, dass sie mir sehr gut gefällt. Und da hat mir einfach ein netter Zuschauer diese Waffe zugeschoben. Per Post. Da braucht man nicht viel zu sagen, glaube ich. Ist ungefähr wie die Handgun bei einem anderen Top 10 Ding. Es ist wirklich cool, wenn sowas komplett ausgearbeitet ist. Also wie die Banane oder bei der Handgun eben diese Pistole. Das finde ich sehr, sehr schick. Ich könnte mir auch sowas vorstellen wie Gun Gun. Und da ist einfach noch eine weitere Waffe drauf. Oder andere gebogene Dinge, die man da, ein umgebogener Dildo oder sowas. Ist ja so Zeug. Könnt ihr machen. Gaben, hast du mich gehört? Gaben. Machen wir ein Dildo. Es geht. Und nun zu meinem 1. Platz. Wer hat nicht damit gerechnet? Das ist die 5-7 Violent Demo. Timo. Viele sagen jetzt, lila ist schon so Mädchen. Aber, na und? Diese Zeichen erinnern mich extrem an Halo. Hier diese Figürchen. Ich finde, die Waffe hat sowas Halo-mäßiges. Und Halo ist ja einer meiner Lieblings-Franchises zumindest mal gewesen. Es sieht aus, als wenn hier eine Trommel von einem Trommelrevolver wäre. Und diese ganzen Xe, das heißt, hier darf ich nicht hingreifen, weil so, hey, weil sie ja lila ist. Und lila ist ja viel wärmer als jetzt grau zum Beispiel. Das ist logisch. Und schau mal hier, da, die Welt regiert man damit. Die Welt! Ich habe damals diese Gamma-Kiste, die ist ja aus der Gamma-Kiste. Das war meine erste Gamma-Kiste, die ich geöffnet habe. Ich glaube, es war sogar in einem Giveaway. Also nicht in einem Live-Giveaway, sondern in einem YouTuber-Giveaway. Und da habe ich die rausgezogen. Die habe ich dann später mehrfach gezogen. Ich glaube, die habe ich 5-mal oder so. Aber die ist cool. Die sieht auch überhaupt nicht aus wie die anderen 5-7s. Die hat durch die Farbgebung das Design eine komplett andere. Es wirkt so, als hätte sie eine andere Konsistenz, als hätte sie ein komplett anderes Model, auf das die Textur gelegt wurde. Es wirkt zumindest so. Aber klar, da hinten dran ist die 5-7. Wenn man genau hinguckt, sieht man's. Ich bin sehr gespannt auf eure Top 3, sag ich mal. Eine Top 10 auszuschreiben ist ja doch eher
anstrengend. Wobei ich das hier ja auch immer mache. Macht es, wie ihr wollt. Wundert euch nicht, heute kommt noch ein Video. Es ist noch eine kleine Ankündigung und ein kleines Schmankerl praktisch für euch. Oder ein Reminder, dass ihr da etwas kostenlos abstauben könnt. Das wird aber dann irgendwann im Laufe der... Irgendwann wird das kommen. Ich muss noch gucken, wie ich das gebacken bekomme zeitlich. Aber es kommt heute noch. So weit, so gut, meine Damen und Herren. Es kann sehr gut sein, dass wenn man jetzt hier auf dieses Video keinen Daumen nach oben gibt, die Geschenke, die man gerne hätte, nicht bei einem erscheinen. Stattdessen werden höchstwahrscheinlich Giraffen auf euch warten, die euch zerlegen. Hinterrum mit ihrem Pipan. Deswegen empfehle ich euch hier einfach, es ist praktisch so eine gesunde Menschenverstandsempfehlung von mir an euch. Gebt immer einen Daumen nach oben. Man weiß, nee, gebt einen Daumen nach oben. Wer einen Daumen nach unten gibt, dem hat es nicht gefallen.